Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Thema Porträtobjektive und warum du mit einem Standard-Zoom-Kit-Objektiv vielleicht schon sehr weit kommen kannst. Viel Spaß! Vielen Dank an alle, die jetzt neu dabei sind bei meinem Kanal und auch vielen Dank für eure vielen Kommentare. Ich habe mich sehr darüber gefreut und vor allem auch, wie toll das Video der 200D bei euch angekommen ist. Da möchte ich gerne anknüpfen und auch in Zukunft wünsche ich mir von euch weiterhin tolle Kommentare, damit ich ein bisschen weiß, was ihr wollt und meinen Content auch darauf noch mehr abrichten kann. Da euch die 200D sehr interessiert, habe ich mir überlegt, ich werde einige Vergleiche jetzt mit der 200D machen, aber mit anderen Linsen vorn dran und euch so ein bisschen zeigen, wo liegen die Unterschiede zum Kit-Objektiv und wo sind viele Gemeinsamkeiten, die auch vielleicht sehr interessant sind. Dann habe ich als weiteren Vertreter noch ein 35mm Objektiv mitgebracht, Blende 1.4. Ich habe ein 100mm Makro-Objektiv mitgebracht und ich habe ein 70-200 Teleobjektiv mitgebracht. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt hier von 18mm bis 55 eine Range, die sagt, ihr könnt Weitwinkel fotografieren, denn 18mm sind mal 1,6, so muss man immer bei diesem APS-C-Sensor rechnen, ungefähr 25 bis 26mm Brennweite und 55, das Ende des Objektivs sozusagen, sind 80 bis 85mm und das ist so der Brennweitenbereich, der typischerweise für Porträtaufnahmen benutzt wird. 18mm im Weitwinkelbereich, das ist sehr weit gefasst und du wirst auch schon eine optische Krümmung im Bild sehen. Das bedeutet, du hast nicht nur in Landschaften Verkrümmungen gerade am Rand, sondern auch bei Porträtaufnahmen, bei Menschen oder bei Bäumen, wenn du im Wald bist oder von Häusern, wenn du Architektur fotografierst, da wird es dir besonders auffallen. Wenn du jetzt also sagst, ich möchte trotzdem Porträtaufnahmen machen mit Weitwinkel, dann habe ich einen Tipp für dich. Stell die Personen nicht an den Rand, sondern mehr in die Mitte. Damit erzeugst du nicht nur zum einen einen sehr coolen Look, zum anderen zeigst du auch noch das Drumherum und die Verzerrungen halten sich in Grenzen. Somit hast du weniger Verzerrungen, eine große Nase, große Ohren, sondern es hält sich eher am Rand auf, was die Verzerrungen angeht. Und in der Mitte sind meistens die Bilder weniger verzerrt. Das Tolle ist, Weitwinkelaufnahmen im Porträtbereich haben einen sehr besonderen Effekt. Und zwar lassen sie Personen breiter aussehen. Das heißt, wenn du einen Sportler porträtierst und stellst die Person leicht schräg, und schon wirkt sie etwas breiter und voluminöser. Aufpassen, je näher du kommst, desto krasser wird der Effekt. Das heißt, wenn du näher mit der Nase kommst oder mit deinem Ohr, sieht das dementsprechend auch breiter oder größer verzerrt aus. Als nächste Brennweite habe ich die 35mm mitgebracht. 35mm sind so der typische Reporter-Style oder Reporter-Look, wie man auch sagt. Es ist ein Look, der sehr weit verbreitet ist, das heißt, es ist nichts Besonderes oder nichts Neues, nichts Innovatives, aber es ist auch so dieser Stil, der so dieses typische Mensch bei der Arbeit oder Mann im Geschehen zeigt oder wenn du einen Hafenarbeiter zeigen möchtest, wie er gerade im Hafenbereich arbeitet, dann ist diese Objektivwahl sehr gut. Du kannst es ja natürlich auch mit deinem Kit-Objektiv auswählen, hier hast du auch 35mm markiert und dann bist du auch im ähnlichen Brennweitenbereich. Von Blendenwerten reden wir jetzt nicht, weil es geht mir wirklich nur um die Brennweite an sich. Die letzte Skala sind die 55mm und das Tolle ist, wenn du voll reinzoomst und an deine Person sehr nah rankommst, das heißt nur ein Oberkörperporträt machst oder so einen Headshot typischerweise, dann wird dein Hintergrund total unscharf sein, obwohl du Blende 5 eingestellt hast. Warum ist das so? Weil du sehr nah an deinem Objekt vorn dran bist und der Hintergrund typischerweise oder idealerweise sehr weit weg ist und dementsprechend out of focus und unscharf ist. Natürlich kannst du auch hergehen und sagen, ich nehme jetzt eine Festbrennweite oder ein Teleobjektiv. Ich habe jetzt mal dieses 100er Makro genommen. Jetzt könntest du aber auch das 85er von Canon kaufen. Das hat die Blende 1.8. Auch ein sehr tolles Objektiv, kann wunderbar freistellen an diesen Kameras. Ähnlich verhält sich es auch mit diesem 100er. Das ist jetzt ein Makro, das heißt, du könntest auch noch Makroaufnahmen machen. Ist aber für Porträtaufnahmen auch sehr gut geeignet. 70-200 bedeutet, du könntest ab 70mm auch deine 85mm typischerweise fotografieren. Du hast 100 wie das Makro, du hast 135 natürlich dabei
Und du hast 200 mm dabei, wo du voll reinzoomst und auch hier wunderbar freistellen kannst. Man braucht kein 2,8er Objektiv kaufen, man kann natürlich auch ein Blende 4 Objektiv kaufen, das kann genauso freistellen. Blende 4 auf 150 mm ist eine ganze Menge bei APS-C-Sensoren, da bitte nicht täuschen lassen. Das 70-300 kann auch wunderbar freistellen. Leih es dir mal aus, probier es mal aus, teste es mal. Du wirst bei 100 mm bzw. 150 mm auch schon sehr gut freistellen können, weil du den Hintergrund so entfernt auf deinem Bild hast, hinter deinem Objekt, dass er zwangsläufig unscharf wird. Das heißt also, wenn du an dein Objekt näher rankommst, wird der Hintergrund automatisch unscharf. Finde ich super. Also wie ihr seht, kann man sich eine ganze Menge Objektive kaufen. Man kann sehr viel Geld in dieses Equipment auch regelrecht versenken. Dann hat man eine riesige Fototasche. Man weiß nicht, was man mitnehmen soll. Das ist auch immer so ein Thema. Von so her glaube ich, man sollte weniger diesem Objektiv-Hype oder Objektiv-Wahn nachgeben, sondern eher gut im Vorfeld überlegen, was brauche ich denn wirklich? Brauche ich jetzt die beste Prime-Lens oder reicht auch eine relativ normale Linse für bezahlbares Geld auch schon aus? Und ja, man hat keine Blende 1.4 oder Blende 1.2, aber mit Blende 3.5 oder Blende 2.8 kann man doch auch schon eine ganze Menge machen. Weil ich glaube, mit diesem Kit-Objektiv, was ich hier habe, ich zoome mal rein. Ihr seht das, Vorsicht, Pickel. Hier, also ich glaube, wie ihr seht, kann man mich auch schon hier wunderbar freistellen. Und ich brauche dafür keine super Premium-Linse. Im Gegenteil, dieses Kit-Objektiv ist da schon echt super und reicht für viele Sachen schon wunderbar aus. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Knackpunkt und so ein bisschen der Denkanstoß, den ich euch mitgeben möchte. Überlegt gut im Vorfeld, testet lieber mal eine Linse aus, leiht sie euch mal aus. Man kann auch mittlerweile alles an Equipment ausleihen für bezahlbares Geld. Und dann hat man vielleicht eher noch eine Vorstellung davon, was man denn wirklich braucht oder was man vielleicht gar nicht braucht, bevor man jetzt sagt, man kauft 2-3 Objektive und man ist am Ende unglücklich damit. Ja. Zumal man bedenken muss, dass so ein 2,8er Objektiv, wie gesagt, auch ordentlich teuer ist, eine ganze Menge wiegt und nicht in jede Fototasche passt. Wenn ich dieses 2,8er 70-200 Objektiv in der Blende 4 Version hätte, wäre es um die Hälfte nur so groß und die Hälfte auch nur so schwer und natürlich auch viel günstiger. Also ich glaube, das sollte man immer im Vorfeld bedenken und gut überlegen. Jetzt kommt gerade wunderschön die Sonne raus. Seht ihr das? Das ist so herrlich. Mit einem Standard-Kit-Objektiv habe ich diesen geilen Look. Von so her, denkt mal darüber nach. Und schreibt mir mal eure Gedanken in die Kommentare zu dem Video. Mich würde interessieren, wo eure Präferenzen liegen. Sagt ihr, es muss schon eine sehr teure Linse sein, die sehr lichtstark ist, wo das Gewicht egal ist? Oder sagt ihr auch, ja, wir sind da eher die Praktischen, wenn das passt und wenn der Preis passt und das einigermaßen wirklich gute Bilder macht mit der Kamera, dann reicht mir das auch und da brauche ich jetzt nicht unbedingt das Beste, Größte und Teuerste. In diesem Sinne wünsche ich mir tolle Kommentare. Ich freue mich darauf. Und viel Spaß bei eurer Qual der Wahl, welche Kamera, welche Linse es denn wird. Und wer noch nicht alles kennt, da kann mal in meine Playlist schauen. Da habe ich einiges zusammengefasst. Schaut einfach mal durch und macht euch einen schönen Abend und schaut mal ein paar Videos von mir an. Ich hoffe, ich konnte euch etwas mitgeben. Ich hoffe, ich konnte etwas Input mit reinbringen. Und ich hoffe vor allem, ich habe einige Fragen gelöst. Falls nicht, schreibt mir es gerne in die Kommentare. Ich antworte jederzeit, sobald ich kann. Ich freue mich auf eure Beiträge. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen hier. Wenn nicht, klickt es einfach weg. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch jederzeit gern freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.